ganzem Herzen darf ich Sie alle recht herzlich begrüßen, darf begrüßen alle Gläubigen aus der Seelsorgeeinheit an Wolf und Kinzig, darf ganz besonders begrüßen die Familien mit den Kindern, all die Ministranten hier vorne, aber auch verteilt in der Menge, ganz besonders auch die Romwallfahrer. Und ich darf ganz besonders begrüßen, es ist mir eine persönliche Freude, unseren Herrn Weihbischof Michael Gerber zu begrüßen. Schön, dass du heute da bist. Für mich persönlich schön, mich verbindet sehr viel mit dir, da ich ja die ganze Ausbildung über im Priesterseminar du die Konstante warst als Priester, die immer dabei war, bis jetzt über die Weihe hinaus. Das ist für mich eine ganz besonders schöne Freude. Ich hätte nie gedacht, dass ich dich mal als Pfarrer schon begrüßen darf, aber nicht als Bischof. Und so treffen wir uns jetzt hier wieder auf St. Jakob. Ich freue mich ganz besonders und ich bitte dich jetzt mit uns, diesen Gottesdienst zu feiern und diese heilige Messe jetzt zu eröffnen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Der Friede sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Herzlichen Dank für die freundliche Begrüßung. Ich bin sehr gerne hier hoch gepilgert. Heute Morgen schon mit ganz viel, vor allem jungen Menschen, den Ministrantinnen und Ministranten hier aus der Seelsorgeeinheit, aber auch aus der Seelsorgeeinheit Kloster Wittichen, mit der mich ja auch einiges verbindet. Schön, dass wir heute Morgen so eine große Schar von Menschen aller Altersgruppen sind, wenn man sieht, wie viele Menschen seit Jahrzehnten hier hochgekommen sind und jetzt auch dabei sind. Aber es hat mich auch gefreut, ganz besonders viele Kinderwägen hier oben zu sehen und auch viele junge Menschen. Ein wirklicher Pilgerweg für Sie, die Sie hier hochgekommen sind, für uns alle und ganz besonders natürlich auch für unsere Ministrantinnen und Ministranten, die sich jetzt auf den Weg nach Rom machen, heute schon mal geistig, nachher mit der Aussendung und nächsten Sonntag sind wir dann alle schon miteinander auf diesem Weg nach Rom. Wir dürfen glauben an diesen Gott, der uns in Bewegung bringt, nicht nur äußerlich, sondern innerlich an den Gott, der uns wachsen lassen möchte. Und so dürfen wir zu Beginn dieser Eucharistiefeier um sein Erbarmen bitten, dass er die Last von uns nehmen möge, die uns daran hindert, aufzubrechen. So lasst uns beten.